Moin zusammen, hier ist Hermann von Zeitweise und ich bzw. wir sind aktuell in Frankreich, in Südfrankreich, um genau zu sein, in der Camargue. Und hier wollen wir heute etwas Besonderes probieren, und zwar analog zu fotografieren. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, analog zu fotografieren ist ja jetzt nicht so was unglaublich Besonderes, da habt ihr natürlich recht. Was wir heute aber machen wollen ist, ihr seht nämlich Jan nicht, ich bin alleine unterwegs, Doppelbelichtung analog zu machen, allerdings nicht von einer Person und einem Fotografen, sondern von zwei Personen und zwei Fotografen. Ich bin also gerade mit dieser wunderbaren alten Leica unterwegs und werde jetzt hier einen kompletten Film voll fotografieren, den Film dann zurückspulen und dann Jan die Kamera geben. Und dann wird Jan nochmal eine Runde hier drehen, ohne zu wissen, was für Fotos ich bereits gemacht habe, und da quasi die zweite Rutsche drauf fotografieren. Die Inspiration dieser Idee geht auf Eva Witter und Harald Mante zurück. Die haben das unter dem Begriff Simultanfotografie schon vor einigen Jahrzehnten gemacht. Und ich habe neulich von dieser Idee gehört und fand das so toll, dass ich das jetzt unbedingt hier in Frankreich zusammen mit Jan mal ausprobieren möchte. Als erstes mache ich jetzt hier mal einfach ein paar Fotos von so einzeln stehenden Flamingos hier. Versuche in den Vordergrund das Schilf mit reinzubekommen. Durch die große Tiefenschärfe von Blende 16 wird das mit scharf sein. Und ich hoffe, dass Jan dann hinterher Fotos hat, wo vielleicht eine andere Struktur ist, wo dann der Flamingo durch Zufall genau an der richtigen Stelle rauskommt. Was ich immer wieder sofort merke, wenn ich analog fotografiere, ist, wie viel konzentrierter man unterwegs ist und wie viel länger es dauert, einzelne Bilder zu machen. Man denkt hier, 30 Bilder oder 36 Bilder auf so einem Film hat man noch ratzfatz voll. Normalerweise, wenn wir jetzt hier unterwegs waren die letzten Tage, dann haben wir pro Person 3.000 bis 5.000 Fotos gemacht. Und für jede einzelne Situation habe ich schon 100 Bilder gemacht. Und jetzt sitzt man da und überlegt und passt da jetzt genau, ach nee, nochmal einmal abgewartet. Das ist schon immer wieder faszinierend. Ich hoffe, dass es sich hinterher auch in irgendeiner Form bezahlt macht. Natürlich sprechen mich die Vögel hier am meisten an. Und ich habe jetzt schon einige Fotos von Vögeln gemacht, auch ein paar nach oben, wenn hier so eine Schwalbe oder Mauersegler drüber geflogen ist. Jetzt habe ich aber gerade gedacht, eigentlich wäre es auch noch cool, jetzt so ein paar Strukturen zu fotografieren, in der Hoffnung, dass vielleicht Jan dann in der zweiten Runde auf diese Struktur zufällig passend in irgendeiner Form einen Vogel fotografiert und sich hinterher nicht nur einfach Vogelfotos überlappen, sondern auch einfach nur Strukturen und Vögel. Und deswegen habe ich jetzt hier gerade auch schon mal so ein paar Strukturen einfach von Schilf fotografiert, so ein bisschen vor dem Himmel oder auch so vor das Wasser. Und ich hoffe, dass das hinterher klappt. Schon ganz schön spannend. Jetzt kommen hier ein paar Flamingos geflogen und die irgendwie vom Himmel zu bekommen, das wäre natürlich auch noch sehr gut. Okay, der Film ist voll. Ich habe jetzt alle möglichen unterschiedlichen Arten von Fotos gemacht. Mit Vögeln, ohne Vögel, gegen das Licht, mit dem Licht, hell, dunkel, alles irgendwie durcheinander. Und jetzt werde ich mal Jan suchen und ihm die Kamera überreichen. Hallo Jan. Hallo Hermann, als hätten wir es geplant. Als hätten wir es geplant. Grüß dich. Hallo, hi. Ah, hier. Wie läuft es? Dankeschön. Die Kamera. Die ist schon ganz schön voll ist sie ja, ne? Ja. Warte mal, ich muss mal hier. Ist es jetzt schon zurückgespult? Nee, das mache ich jetzt gleich noch. Schön. Warum hast du eigentlich schon die Kappenfrage geklärt? Nee. Warum wir jetzt aber einmal aussehen wie Tick und Track? Nee, habe ich noch nicht. Für die Sonne. Wir haben einen evolutionären Trick festgestellt, dass wenn die Sonne scheint und man so eine Kappe aufsetzt, kann man viel besser fotografieren. Gegen Deswegen sehen auch. Wir so aus, ne? Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja. Ja, du, dann her mit der Kamera oder was? Da hast du. Den Casus Knactus haben wir natürlich jetzt vergessen. Hermann muss natürlich erstmal den Film zurückdrehen. Oh, ich habe so Angst, dass ich ihn zu weit zurückdrehe. Jetzt würde ich sagen, sind wir langsam in der Gegend, wo ich so nach Gefühl an der richtigen Stelle sein müsste. Unsere Fotografie ist ja auch häufig mit viel Gefühl. Ne? Hier kann man das mal wirklich machen. Hast du eigentlich schon erzählt, dass diese Kamera komplett ohne Strom funktioniert? Nein. Und was sehr faszinierend ist. Man hat hier seine R5 und R6 und alle Kameras brauchen Akkus. Oh. Diese Kamera funktioniert ohne Strom. Hassen? Da ist ein Widerstand. Runterdrücken, fertig. Ja, bitte. Danke. Also los geht's. Los geht's. Ich habe jetzt frei. Wie eine Robbe. Weiter geht es im Abendlicht. Es ist absolutes Gegenlicht. Wir haben wunderschönste Bedingungen und sind weiterhin in diesem wundervollen Gebiet hier. Was noch ganz wichtig ist dazu zu sagen, ist, dass diese ganzen Vögel, die hier sind, freilebende Tiere sind. Die haben sich nur einfach sehr an den Menschen gewöhnt. Und, das werden wir gleich auch sehen, fliegen auch abends hier wieder weg. Also die Kormorane. Die Flamingos, die hauen hinterher wieder ab und kommen dann morgen früh wieder. Und sonst sind natürlich noch ganz viele andere Vögel hier, die sich einfach an den Menschen gewöhnt haben. Für uns sind das die perfekten Bedingungen. Und deswegen, ja, geht es weiter. Was hat Hermann sich wohl gesagt? Ich sehe hier schon wunderschöne Sachen. Wir haben einen sehr schönen Himmel. Wahrscheinlich hat er am Anfang erstmal Tiere fotografiert, denke ich mal. Und da werde ich ihm jetzt noch ein paar schöne Strukturen mit auf den Weg gehen. Vielleicht ein Himmel und ein bisschen Schilf, habe ich gedacht. Damit will ich mal anfangen. Und ich würde sagen, schauen wir uns das mal hier an. So, jetzt gucken wir noch mal, was wir hier für einen schönen Punkt finden. Blende 16 und
das so schön ist, mache ich davon gleich mal 2-3 Stück. Boah, hier schon wieder Flamingos. Ja, das gefällt mir. So ein bisschen Schilf hier, blau-orange-Kontrast. Davon nehme ich ein paar mit. Fliegen da noch Flamingos? Ich fasse es nicht. Das kann einem halt immer wieder hier passieren. Aus Versehen noch ein Flamingo durchs Bild geflogen. Das erste Tier haben wir also im Kasten. Ich würde sagen, wir bleiben aber noch ein bisschen bei den Flamingos und fotografieren da vorne einen einzelnen Flamingo im Gegenlicht. Den kriege ich. Und wie immer, manchmal auch mal... Oh, rennen. Ah. Guten Tag, hallo. So, Flamingo ist da. So ein bisschen durchs Gemüse. Ein bisschen antizipieren von oben. Da steht er. So richtig gut sieht das aber nicht aus. Naja. Ach komm, ruf. Es wird immer idyllischer und ich hoffe, Hermann hat am Anfang auch ein paar Strukturen gemacht. Weiterer Flamingo, schaut euch mal an, wie schön das ist. Schaut euch das an. Jetzt laufen die hier so doof. Ihr müsst euch auseinander dividieren, so ungefähr. Und guckt und ja. Oh, Möwe. Oh, Möwen nehme ich mit rein. Ja, danke. Hier haben wir so ein durchscheinendes Gemüse vielleicht. Da muss ich, glaube ich, auch noch ein paar machen. Und gib ihm. Ja, gefällt mir. So, mittlerweile werden hier die Mauersegler. Oh, Mauersegler, Mauersegler. Und da wollte ich gerade einen Mauersegler fotografieren. Und schon kann ich hier, oh oh, nicht weiter zurückziehen. Das heißt, wahrscheinlich ist der Film voll. Ich würde sagen, damit habe ich meinen Job hier erledigt. Und wir schauen mal, was hinterher rumgekommen ist. Ich bin super gespannt. Und ich würde sagen, damit geht es zurück zu Hermann. Vielen Dank, Jan. Und damit haben wir jetzt gerade einen ziemlich großen Sprung gemacht, muss man sagen. Wir sind nämlich mittlerweile schon wieder zurück in Deutschland. Ich habe direkt, nachdem wir angekommen sind, die Filme zum Entwickeln gebracht, sie abgeholt und bin jetzt gerade eben auch mit dem Digitalisieren fertig geworden. Das habe ich selber gemacht. Ich habe die Negative auf eine Lampe gelegt und von oben mit einem Makroobjektiv fotografiert. Geht sicherlich irgendwie professioneller, aber es hat jetzt gereicht. Und ich muss sagen, ich war auch einigermaßen angetan, was da so für Ergebnisse dabei waren. Sicherlich kann man da noch ein bisschen mehr dran schrauben. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir das nicht zum letzten Mal gemacht haben. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Ergebnissen und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut!